Es begann damit, dass ich irgendwann als Spätpubertierender mir die Frage gestellt habe, was für einen Job könnte man machen, bei dem einen viele Leute sehen, bei dem man viele Freiheiten hat. Und dann habe ich mich für die Musik entschieden, die Sachen, die darüber geschwappt sind aus den Staaten damals, Mitte der 80er Jahre, das hat mich schon sehr inspiriert. Das war cool, was sie gemacht haben. Das war damals ja auch eine vollkommen neue Ausdrucksform innerhalb der Musik. Zu rappen, irgendwie, du hast irgendwie Turntables gehabt und konntest deine Geschichte erzählen ohne Punkt und Komma. Und musste dann aber auch sehr bald feststellen, dass Rap als Genre halt auch ganz schnell zum Korsett wird. Zumindest damals war das so. Damals gab es noch nicht die Vielfalt, die es heute hat. Und vieles von meiner Lebenswirklichkeit hatte eigentlich keinen Platz in Rapmusik, weil in Rapmusik ging es damals darum, cool zu sein, hart zu sein, fly zu sein, Style zu sein, männlich zu sein. Das ist ja nur eine winzige Facette von der Persönlichkeit. Mir ist Duschen schon zu viel und jeder Anruf Quälerei. Der Kühlschrank ist leer, dann halt Cornflakes mit Wasser. Heute bin ich, glaube ich, kein Klassenclown mehr. Also ich beobachte heute lieber, als dass ich selber im Mittelpunkt stehe. Es war für meine Biografie wichtig, in der Phase, damals in der Schule, diese Rolle einnehmen zu können, weil der Klassenclown natürlich jede Menge Macht hat. So kann kontrollieren, der entscheidet, was cool ist, was nicht cool ist und bringt Leute zum Lachen. Und jemand, der Leute zum Lachen bringt oder auch zum Weinen, hat schon eine ganze Menge Einfluss. Und das brauchte ich zu dem damaligen Zeitpunkt einfach. Morgen bin ich wieder dabei und morgen sind die Ausreden vorbei. Morgen, weil ich heute nicht kann. Morgen fang ich von vorne an. Deutschsprachig war die erste Platte 2001, reine Glaubenssache. Ich glaube, diese Kampagne wurde komplett überdeckt von dem Erfolg von Brothers Keepers damals. Ich habe gar nicht die Option, darüber nachzudenken, ob ich mich nun ausdrücken will, so wie ich mich ausdrücken muss. Oder ob ich das nicht tue, sondern ich muss das tun, damit ich von der Bühne komme und das Gefühl habe, ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Und ich habe es vor allen Dingen in der Art und Weise dargeboten, die am sinnvollsten gewesen ist. Eigentlich will ich hier nicht sein. Alles zieht an mir vorbei. Alle haben Ziele, machen ihr Ding. Was ist mit mir? Ich habe das Gefühl, dass auf dieser Platte jetzt tatsächlich dann auch Dinge zur Sprache kamen, die ich so auf Rap-Platten gar nicht hätte veröffentlichen können. Lieblingstrack, ich weiß es nicht. Es gibt Songs, die bedeuten mir mehr, weil ich mehr Zeit mit denen verbracht habe, weil ich intensiv arbeiten musste, um die überhaupt fertigzustellen. Ich glaube, ich finde Lieb mich sehr gut. Lieb mich gefällt mir sehr gut und den feiere ich selbst auch zu Hause. Letztlich hast du gar nicht die Wahl. Du musst authentisch sein. Das ist zumindest mein Credo. Nehme ich mein Leben in die Hand, erhoben, aber danach